Hallo Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute bin ich mal unterwegs, einfach mal ein paar Ausrüstungsgegenstände zum Testen. Das sind immer so die Teste, wo ich mache, bevor ich ein Gear-Review oder sowas mache. Unter anderem habe ich meine neue Kamera dabei. Bin mal gespannt, wie sich die macht. Bin hochgespannt sogar. Dann habe ich dabei meinen neuen Rucksack von Highlander. Oh, ich hoffe, ihr seht den. Und zwar ist es der kleine Bruder von meinem ProForce 66, der ProForce 33, weil mir einfach mein Lidl-Schlafsack, mit dem ich zwar sehr zufrieden war, zu klein geworden ist. Mit dem ganzen Kameraequipment und was man sonst noch alles so dabei hat. Gut, also ich will heute einfach ein paar schöne Naturaufnahmen machen. Ich will den Rucksack testen, ich will die Kamera testen und ich habe nur dabei von Bushcraft Essentials die neue Bushbox. Wenn es noch Zeit ist, will ich mir damit einen Kaffee machen und ein bisschen Lagerfeuer. Mal schauen und ansonsten einfach ein paar schöne Naturaufnahmen. Und hier geht es schon mal los, weil es ist der Sturm noch nicht da und bei uns ist es wunderschön. Und das muss man ausnutzen. Also wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Was mit dem Schnee? Es ist zwar Februar, aber mehr haben wir momentan nicht. Mehr kann ich nicht bieten. Naja, schauen wir mal, was dieses Jahr noch kommt. Es ist schon echt cool, wenn man komplett allein im Wald ist. Ich höre überhaupt nichts gut über mein Flugzeug. Aber ansonsten hört man hier gar nichts. Richtig cool, muss ich sagen. Ja, so muss das sein, so stelle ich mir das vor. Geil. Ist das herrlich. Kann ich jedem nur empfehlen. Geht's raus im Wald. Lädt die grünen Batterien wieder auf. Das hilft. Der Weg sieht doch verlockend aus. Und den kenne ich noch nicht. Also gehen wir doch den einmal. Bin mal neugierig, wo es hingeht. Auf alle Fälle sink ich schon mal ganz schön ein. Ah, und recht weit geht es auch hier nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Bin hier mal von der anderen Seite gekommen. Naja, okay, hilft nichts. Das wäre doch mal ein schönes Plätzchen für einen Overnighter. Hier. Schön Moos bewachsen, die Seite komplett zu. Also von dem her cool. Und hier haben wir eine Lichtung. Und was das Seltsame in dieser Lichtung ist, ich habe keinen Jagdstand. Ganz was Seltenes. Das heißt, hier hätte ich schön Morgensonne, wenn ich mir hier mit den Hängematten hinhängen würde und hätte meine Ruhe. Na. War vielleicht wirklich mal der. Hier gefällt es mir richtig gut. Ist echt cool. Gefällt mir. So viel zum Thema optimaler Lagerplatz. Punkt 1. Hier ist eine Straße. Ich bin jetzt nur 10 Meter weiter gegangen von vorher. Die hat man vorher nicht gesehen. Und, naja, es war so klar. Ich drehe euch mal um. Mal schauen, ob ihr das seht. Ups, kann man sie erkennen? Na, ich glaube, mal ein bisschen zoomen.
Na klar, ein Jagdstand. So viel zum super Lagerplatz. Na, toll. So, diesen Lagerplatz habe ich vor kurzem mit der Miri entdeckt. Den finde ich recht cool, weil er ist eigentlich hier. An der Seite ist ganz dichter Wald, da ist ganz dichter Wald. Hier rundum ist eigentlich richtig dichter Wald. Insofern ist es hier ein schönes Plätzchen. Mit der Hängematten allerdings, muss man sagen. Bäume hat es genug. Und durch das, dass hier so offen ist, gehe ich davon aus, dass mich schön die Morgensonne küsst. Und deswegen möchte ich hier meinen Overnighter machen. Cool. Naja, schauen wir mal, ob es geht. Bisschen feuchtes Holz, aber mal versuchen. So, wie ich schon gesagt habe, ich habe ja die Bushcraft Essential gekriegt. Habe ich letztes Mal im Live-Chat gesagt. Da kam die nämlich gerade. Und was halt das Coole ist gegenüber die China-Dinger, du klappst die auf, klappst den Boden runter, den anderen Boden drauf und das Ding ist fertig aufgebaut. Nichts irgendwie neu da, es ist nichts spitzig, ich brauche keine Handschuhe dafür. Also es ist schon deutsche Wertarbeit, das kennt man schon, muss man einfach mal dazu sagen. So, nachdem das das erste Mal ist, tue ich ja die zwei Dinger auf alle Fälle mit rein, damit er sich nicht zu sehr verzieht. Ja. Und was ist cool ist, wenn es jetzt vorher nicht angeht, kann ich sagen, es liegt an der Buschbox. Weil es hält sich schon ein bisschen feucht, aber testen wir mal. So, brennt. Das brennt besser. Ja, es wird. Ich glaube, jetzt brennt es. Cool. Also ganz cool, diese kleine Buschbox. Das ist nämlich der kleine Bruder von der großen Titan-Buschbox. Das ist die kleine Titan-Buschbox. Und ja, macht auch warm. Das war mir halt wichtig, dass ich sage, ich habe halt ein kleines Lagerfeuer. Für draußen nichts Dramatisches. Und dafür ist der eigentlich relativ optimal, muss ich sagen. Zieht gut durch, wenn man das anschaut. Ich denke mal, ich werde bald einen Kaffee haben. Cool! So ein schöner Kaffee im Wald. Buschbox nebendran. Schönes Wetter. Ach, ich finde es geil. Prost. Ach, ganz schön heiß. Da kannst du sagen, was machst du? Hast du selber gemacht, der Kaffee draußen, wenn du das Feuer selber gemacht hast, da schmeckt ja dieser Pulverkaffee richtig gut, muss ich echt sagen. Also die Bienen fliegen schon wie verrückt am Februar. Also mal unglaublich. So, ich bin ja eigentlich gerade richtig traurig, weil heute ist Sonntag und Freitag und Samstag werden zwei schöne Events gewesen. Am Freitag wäre ich gerne nach Amberg gefahren zum YouTuber und Bushcrafter treffen. Das ist immer recht lustig, da haben halt viele bekannte YouTuber. Der Bernd von, ja,
Wandern, Bushcraft und Outdoor. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt diesmal. Der Sven Künkerle ist da, ein Toasti habe ich gesehen, der Markus Baumann ist da. Und. Also es ist immer recht lustig, wenn man sich mit den Kollegen austauschen kann. Und mein Plan war dann gewesen, um 7 Uhr morgens heimzufahren, um 10 Uhr morgens am Berg zu sein, mit den Jungs am Berg gehen und dann unser Winterbergbiwak. Aber nein, ich bin ja lieber krank. Naja, hoffentlich ist es nur Corona und nicht tatsächlich ein Männerschnupfen. Kleiner Scherz. Ach Leute, ich sag's euch, das hat jetzt aber richtig gut da. Einfach mal so einen Nachmittag im Wald heraus. Das habe ich jetzt gebraucht, vor allem nachdem ich ja, wie gesagt, zum Buschkräftertreffen nicht gekommen bin und zum Lagerfeuer auch nicht. Ja, sehr schade. Aber hilft halt nichts. Zumindest habe ich ein bisschen Wald gehabt dieses Wochenende. Ich liebe einfach so grüne Schnee. Ich lade so richtig zum Verweilen. Echt cool. Man sieht hier schon direkt den Weg, wie sich der eingebahnt hat. Also traumhaft hier. So Leute, ich bin wieder auf dem Nachhauseweg. Ich habe tatsächlich den Weg wieder gefunden. Es war eine gute Abkürzung sogar, die kannte ich noch nicht. Echt cool. Und weil das normalerweise geht ungefähr einen Kilometer außen rum. Aber jetzt habe ich einen richtig schönen Weg durch den dichten Wald gefunden. Ja, man lernt nicht aus. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war halt mal was anderes. Wie gesagt, Kameratest. Test von der Buschbox. Test vom Rucksack hier hinten. Und ja, bis jetzt alle Tests erfolgreich und ob die Kamera was wert ist, merke ich heute beim Schneiden dann. Ich habe schon gemerkt, dass mein Kamerastativ locker ist. Das heißt, es kann auch sein, dass alle Aufnahmen verwackelt haben. Aber das muss ich daheim zuerst reparieren. Na gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Dann gibt es vielleicht mal wieder sicher eine Outdoor-Tour. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Fährt euch!